Schiffes zurück in die Boote. Lassen Sie den König hier. Ich will vermeiden, dass es jetzt noch Blutvergießen gibt. Die Boote! Warum hat er uns eingeladen? Das werden wir gleich erfahren. Sei nicht so aufgeregt. Oh! Wenn es nach dem guten Boswell ginge, dann würde niemand eine Reise machen. Es gäbe keine Entdeckungsfahrten und keiner wäre hungrig nach Abenteuern und nach Neuem. Wir alle müssten nur in irgendeinem Londoner Café sitzen und ihm zuhören. Und wer unaufmerksam wäre, würde von Boswell einen Eintrag bekommen. Stimmt es, dass Boswell eine besondere Vorliebe für Zofen hat? Das sagt man jedenfalls. Ihre Gewänder bewirken bei ihm ein Anschwellen stürmischster Empfindungen. Mr. und Mrs. James Cook. Cook, mein Lieber, na endlich! Ich hatte schon Angst, Sie würden nicht kommen. Madam? Sir? Es war sehr nett, dass Sie uns eine Kutsche geschickt haben. Die Fahrt hierher war Ihnen nicht so langweilig? Gar nicht, nein. Ich fürchte, wir sind nicht ganz angemessen gekleidet für einen so großen Empfang. Groß? Unsere kleine Zusammenkunft? Nicht doch, mein Lieber. Wir wussten nicht, dass noch andere Gäste kommen würden. Ach, das sind nur ein paar Freunde, mein Guter. Darf ich Ihnen gratulieren? Wozu? Zu Ihrer Frau, Sir. Ganz ungewöhnlich attraktiv, erstaunlicherweise. Und das erscheint Ihnen so abwegig, Sir, dass es Erwähnung verdient? Madam, ich habe Ihnen ein Kompliment gemacht. Das meinen Mann kränken muss, das empfinde ich nicht als Kompliment. Wenn das eine Kränkung war, entschuldige ich mich bei Ihnen. Und wenn Sie sich bei mir entschuldigen, dann verzeihe ich Ihnen. Ich bin selten so exquisit getadelt worden. Darf ich nun Mr. Cook ein Kompliment machen, ohne Ihr Missfallen zu erregen? Nachdem Sie auf so galante Weise fragen. Bravo, Madam. Ach, Bertie, kümmer du dich um unseren charmanten Gast, während ich mich mit Mr. Cook berede. Mein Cousin Lord Exeter. Es ist mir ein Vergnügen, Die Gräfin von Bar. Lord Moyne. Ist mir eine Ehre. Die Herzogin von Eglinton. John Raleigh, Graf von Stanhope. Entschuldigt. Sir Edward Hawke, erster Lord der Admiralität. Cook, das ist doch Ihr Name? James Cook. Ja, Sir. Ich schlage vor, wir ziehen uns ein wenig zurück. Mr. Cook ist ein sehr gut aussehender Mann. Vielen Dank. James Cook, Kartograf und Schiffsmeister auf der Grenville. Ja, Sir. Hat den St. Lawrence-Strom kartografisch erfasst und ebenso im vergangenen Jahr die Küste Neufundlands. Ja, Sir. Mehrmals zur Beförderung vorgeschlagen? 3 entsprechende Eingaben wurden bisher abgelehnt. Ja, Sir. Hat dieser Umstand Ihre Begeisterung für die Marine nicht gedämpft? Nun, ich... Sagen Sie es nur, das ist eine private Unterredung. Seien Sie bitte ganz offen. Ich habe mich geärgert, Sir. Geärgert? Ja, darüber, dass ich keine einflussreichen Freunde hatte. Dass meine Herkunft und meine Schulbildung es mir nicht möglich machen, Offizier zu werden. Ihr Vater war Landarbeiter? Ja. Sie haben als Schiffsjunge angefangen, nach einer abgebrochenen Lehre bei einem Krämer? Soll ich dankbar dafür sein, dass ich von meiner Position aus nicht weiterkommen kann? Verzeihen Sie, aber ich sollte ja offen sein. Sie sollten.
dass eine Expedition in die Südsee geplant ist, wissen Sie ja sicherlich. Ja, Sir, das habe ich gehört. Was haben Sie noch davon gehört? Dass auf Wunsch des Königs ein Privatmann das Kommando führen soll. Es gibt keinen Marineoffizier, höre ich, der sich freiwillig für ein derartiges Unternehmen melden würde. Na, das überrascht mich nicht besonders. Warum nicht? Nun, zum einen gibt es dafür keine Prämie und alle wissen, dass Ihnen ein möglicher Kriegseinsatz erheblich mehr Geld bringt. Zum anderen gibt es keine genauen Karten und nur eine Rede auf dem niederländischen Batavia. Man ist jahrelang unbekannten Gefahren ausgesetzt und wird von der Welt womöglich vergessen. Alles nicht unbedingt ein großer Anreiz für die Herren von den oberen Rängen. Was für ein Schiff würden Sie auf eine solche Reise schicken? Ein mit 40 Geschützen bestücktes Kriegsschiff oder eine Fregatte? Keines von beiden. Welches Schiff würden Sie wählen, Mr. Cook? Eine Whitby Cat. Sie wollen also der königlichen Marine zum Ankauf eines Nordseekohlenschiffs raten? Sie hat mich um eine Meinung gebeten, Sir Edward. Ja, das hatte ich. Das hatte ich. James, mir ist schon ganz schwindlig vor lauter Lords und Grafen. Können wir nicht bald gehen? Je eher, desto besser. Was ist denn? Ich sollte ganz offen meine Meinung sagen. Und? Ich war so töricht und habe das getan. Ja, Sie waren also eher mäßig beeindruckt von ihm? Davon habe ich nichts gesagt. Aber es sind genug Fehler gemacht worden. Diesmal kann sich England nicht den falschen Mann leisten. Es muss aber nicht jemand von besonderem Rang sein. Das ist nicht unerlässlich. Aber der Sohn von einem Landarbeiter und ein Kohlenschiff. Ei, ei, Sir. Hey, Mann, langsam. Nun nimm endlich den Korb da. Kohlenschiff. Grässlich. Da stimme ich Ihnen zu. Hier sein Lebenslauf. Hat seine Familie Einfluss? Ganz und gar nicht, Hoheit. Lord Sandwich, sind Sie schon zu einem Urteil gekommen? Ja, allerdings. Dürfen wir es hören? Sie ist nicht gerade ein schnelles Schiff. Sie ist eigentlich gar kein Schiff. Inwiefern nicht? Ich halte sie mehr für eine Bark. Ihre Besegelung ist unvollständig. Mr. Cook sagt, ihre Vorteile überwiegen. Sie hat viel Platz für die Besatzung und für Vorräte. Mr. Cook ist nicht einmal Offizier. Und trotzdem schwärmt er von ihren Vorzügen, wie dem geringen Tiefgang, der Einfachheit der Handhabung und der Takelage. Ihr Mr. Cook hat nie ein wichtiges Kommando geführt und ist, wie ich leider sagen muss, völlig unbedeutend. Der Gute ist erst mit 27 in die königliche Marine eingetreten. Reichlich spät, oder? Mal abgesehen von seiner niederen Stellung. Wenn euer Gnaden seinen Werdegang ansehen wollen, werdet ihr feststellen, dass er auf einem Kohlenschiff in der Nordsee gedient hat. Man hat ihn zum ersten Mat befördert und ihm die Führung des Schiffes angeboten. Er hat abgelehnt, um der Marine beitreten zu können und hat dafür einen weniger hohen Rang in Kauf genommen. Exzentrisches Verhalten beeindruckt Sie offensichtlich. Ich habe um Ihre Meinung gebeten. Die meine ist unerheblich. Dann muss ich Ihnen nahelegen, dass beide, das Schiff genauso wie der Mann, ungeeignet sind. Dalrymple hat die Unterstützung der Royal Society und des Königs. Und ich bin mir sicher, er würde kein Schiff auf See schicken, mit der Absicht, uns zum Gespött des ganzen Landes zu machen. Ich habe gehört, dass er ein mit 50 Geschützen bestücktes Kriegsschiff bevorzugt. Dalrymple bevorzugt jedes Schiff, vorausgesetzt, wir übergeben ihm das Kommando. Gentlemen, am 3. Juni nächsten Jahres wird der Planet Venus seine Bahn zwischen Sonne und Erde ziehen. Ein Phänomen, das sich erst in über 100 Jahren wiederholen wird. Die Beobachtung dieses Durchgangs
wird die Entfernung zur Sonne definieren und uns erheblich weiterbringen in unserem Wissen über Navigation und in der Astronomie. Seine Majestät King George hat den Kosten von 4000 Pfund für eine Expedition in den Pazifischen Ozean zugestimmt und wir haben Mr. Alexander Dalrymple ausersehen, sie zu leiten. Eure Gnaden, my Lords, Mitglieder der Royal Society. Diese Expedition kommandieren zu dürfen, ist eine große Ehre. Für die ich mit Verlaub in hohem Maße geeignet bin. Dies ist nicht der Augenblick für falsche Bescheidenheit. Ich bin der beste Mann für dieses Unternehmen in ganz England und nicht nur wegen des zu beobachtenden Transits, sondern auch für die folgende Suche, das Auffinden und die Inbesitznahme des unermesslichen südlichen Landes. Über Jahrhunderte hat uns der mythische südliche Kontinent gereizt und fasziniert. Meine Forschungen haben bewiesen, dass der südliche Kontinent sich ausdehnt von hier, unter dem Äquator, durch die Tropen, bis zu den gemäßigteren und kalten Zonen, von Quirus, Espirito Santo, bis zum tiefsten Punkt der Erde. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigung. Herr Charles. Es ist das größte und möglicherweise fruchtbarste Land dieser Erde. Was machen wir uns Gedanken über Unruhen in unseren amerikanischen Kolonien mit ihren 2 Millionen Menschen? Wenn hier ein Land ist, das über 50 Millionen verfügt, glauben Sie mir, Gentlemen, es existiert. Es breitet sich hier im riesigen Pazifischen Ozean aus, in Erwartung eines Kolumbus, in Erwartung eines Mannes von Weitsicht. Einer, der hinfährt und es heimholt für England. Wer, meine Herren, wäre besser geeignet, diese Mission zu übernehmen? Sie behandeln uns wie dumme kleine Kinder. Komm doch wieder ins Bett, mein Liebster. Als hätten wir keine Gefühle, die man verletzen könnte. Was war ich für ein Nahelöser. Träume zu haben, einen Moment zu glauben, dass... Ich muss ein Narr sein, mein Glück nicht zu schätzen. 3 wunderbare Kinder und ein ganz ungewöhnlich attraktives Weib. Dafür haben wir das Wort des Wohlgeborenen Joseph Banks. Und wer von uns sollte es wagen, einem so wichtigen Mann zu widersprechen? Was für eine Art Mensch ist er? Er ist gerade heraus, dieser James Cook. Nicht unbedingt einfach. Autodidakt in Astronomie und den Wissenschaften. Ein Mann von niedriger Geburt, der lange übergangen wurde. Und wann ist die endgültige Wahl? Das muss bald passieren. Mr. Banks? Mr. Dalrymple. Wahrhaftig, man muss nur durch Kew Gardens spazieren und schon trifft man alle Welt. Darf ich bekannt machen, Dr. Daniel Solander? Es ist mir eine große Banks. Ehre, Ihre... Es gibt das Gerücht, Sie hätten ein Vermögen geboten, die Reise in die Südsee auszurüsten. Sir, ich nehme an, diese Begegnung ist nicht rein zufällig. 10.000 Pfund, so heißt es. Sie haben den Vorteil eines größeren Vermögens, doch diese Expedition gehört mir, Banks. Ist das offiziell? Für mich steht das seit Monaten fest. Ich bin der Mann der Royal Society und ich bin der Mann des Königs. Auch der Marine? Haben Sie die etwa auch hinter sich? Die Admiralität ist mir wohlgesonnen. Sie werden sehen, Banks. Das Kommando gehört mir. Oh, dann erübrigt sich jede weitere Diskussion. Sollten Sie sich meiner Expedition anschließen wollen, müssten Sie bei mir vorsprechen. Dann werde ich darüber entscheiden. Guten Tag, die Herren. Ungeheuer. Ehrgeiziger Mann, dieser Schotte. Absolut überzeugt von seiner Unfehlbarkeit. Ich habe zwar eine Seereise vor, aber ich denke doch nicht mit diesem Mr. Dalrymple. James! Ein Bote hat das für dich gebracht. Sie werden aufgefordert, bei Sir Edward Hawke, erstem Lord der Admiralität, morgen Vormittag um 11 Uhr vorstellig zu werden. Oh. Thank you.
wenn ich bitten darf. Mr. Dalrymple. Sir Edward, er ist nicht angemeldet. Sie dürfen sich zurückziehen. Wie ich sehe, haben Sie meine Antwort erhalten. Ich habe die volle Unterstützung der Royal Society. Ihr Brief kommt einer Beleidigung gleich. Setzen Sie sich, Mr. Dalrymple. Danke, nein. Die Society wünscht mich. Der König empfiehlt mich. Ich bin der führende Experte Europas in Fragen der Existenz eines südlichen Kontinents. Das bestreite ich nicht. Aber Sie sind kein Seemann. Und ich werde Ihnen das Kommando eines Schiffes seiner Majestät keinesfalls übergeben. Wenn es darum geht, den südlichen Kontinent zu entdecken, bin ich die Autorität. Auf einer akademischen Theorie bezüglich der Gestalt der Erde zu bestehen, heißt nicht, dass man dazu befähigt ist, eine Expedition zu leiten, die diese Theorie bestätigen soll. Sie sind uns aber willkommen, wie es schon in meinem Brief steht, als ziviler Beobachter teilzunehmen. Unter wessen Befehl? Eines Marineoffiziers unserer Wahl. Ich bekomme das Kommando, oder nichts? Dann, Sir, bleibt es beim Nichts. Das wird sich zeigen, Admiral Hawke. Sie mögen viel Wind machen, Mr. Dalrymple. Sie mögen sogar einen Sturm entfesseln. Aber solange ich erster Sea-Lord bin, wird niemand, der nicht bei der Marine ist, der nicht mit den Traditionen der Marine vertraut ist, ein Schiff der Marine kommandieren. Admiral Hawke, ich werde Antrag auf Amtsenthebung stellen. Mit welcher Begründung? Ungehorsam und Zuwiderhandlung dem Wunsch des Königs. Ich schwöre bei Gott, Dalrymple, ich würde lieber hängen, als das Kommando eines englischen Schiffes einem eitlen Abenteurer zu überlassen, der nicht mal einen Besanmast von einem Maibaum unterscheiden kann. Rufen Sie eine Versammlung der Admiralität ein. Ich muss Sie bitten zu warten. Ich warte bereits, Sir. Schon den ganzen Tag. Je nach Befehl könnten Sie eine ganze Woche warten. Sir Edward ist ein vielbeschäftigter Mann. Nach meiner Ansicht kann es zu keiner Amtsenthebung kommen. Die Marine ist angewiesen, für dieses Unternehmen ein Schiff zur Verfügung zu stellen, dessen Commander allein eure Lordschaft zu bestimmen hat. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Nun, Master Cook, ein langer Tag. Sie bekommen Ihr Kohlenschiff, Ihre Whitby Cat. Ich freue mich, Ihnen Ihre Beförderung zum Lieutenant mitteilen zu können und händige Ihnen hiermit Ihre Befehle aus. Ich setze mein Vertrauen in Sie. Sie haben das Kommando, Lieutenant. Nehmen Sie sich eine Mannschaft, machen Sie das Schiff klar und stechen Sie in See. Lassen Sie das Anker- und Ankerspiel überholt werden. Und machen Sie Raum für zusätzliche Anker. Aye, aye, Sir. Bootsmann? Mr. Gorn? Aye, aye, Sir. Von wo kommen Sie, Mr. Gore? Aus den amerikanischen Kolonien, Sir. Aus Boston.
Ich freue mich, Sie an Bord zu haben. Besonders, dass Sie die Pacific schon befahren haben. Captain, Sie wollen 10 neue Kabinen haben? 10, Meister Zimmer. Ich möchte das Achterdeck aufgestockt, die Kombüse erweitert und den Segelstauraum vergrößert haben. Und wenn das gemacht ist, können Sie mit dem Unterdeck beginnen. Ah ja, ist er. Daran habe ich ein Jahr zu tun. Unsinn. Wir segeln in 6 Wochen. Lieutenant, ich fürchte, Sie und die übrigen Offiziere werden die Kabinen auf dem zweiten Unterdeck belegen müssen. Ich erteile einen solchen Befehl nur ungern. Da unten wird es höllisch heiß in den Tropen und eisig vor Kap Horn, aber ich habe keine Wahl. Mir wurde befohlen, den hochwohlgeborenen Joseph Banks und seine Gesellschaft an Bord aufzunehmen, wovon die meisten wichtig sind und Einzelkabinen auf dem Oberdeck beanspruchen. Wir kommen schon zurecht, Captain. Das hoffe ich, Mr. Gore. Aber ich fürchte, es werden noch weitere Forderungen und Rechnungen präsentiert werden, bevor diese Reise zu Ende ist. Über Bord mit dem Übrigen, Mr. Hicks. Sir? Haben Sie meine Befehle nicht gehört? Mr. Gore wird Ihnen helfen. Also dann, zusammen. So, gleich! Hey, was machen Sie denn da? Beinefleisch über Bord werfen. Befehl vom Captain. Ich muss protestieren, Sir. Das ist Verschwendung. Sie müssen protestieren, Dr. Monk. Sie als Arzt. Dieses Bökelfleisch ist voller Würmer. Und Sie haben es zum Verzehr freigegeben. Bökelfleisch ist meist voller Würmer. Nicht auf meinem Schiff. Wie ich höre, haben Sie meine Bestellung von Sauerkrautfässern beansprucht? Ich dachte, es handle sich um einen Irrtum. Kein englischer Seemann würde deutsches Kraut essen. Die Seeleute werden, Dr. Monkhouse. Alle werden Sie Kraut essen. Aber zuerst werden die Offiziere davon essen. Mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, wie hervorragend es schmeckt. Sie selbst werden es sogar genießen. Nicht wahr? Wenn Sie darauf bestehen, Captain. Das tue ich, Mr. Monkhouse. Auf meinem Schiff wird es keinen Skorbut geben. Habe ich mich klar ausgedrückt? Sehr, sehr klasse, absolut. Ah, Mr. Clark. Sir. Wie viele Leute fehlen uns noch? 14, Sir. Ja. Wir wissen ja, wo wir sie herkriegen. Freiwillige wären mir allerdings lieber, wenn es genug davon gäbe. Ja, Sir. Den, nehmen Sie frei. Den freilassen. Den da, ja, den da. Keine Kinder. Das ist ein kräftiger kleiner Bastard, Sir. Nein, lass den frei. Ja, ja. Fertig, das wär's. Setzt euch in Bewegung. Bis bald. Weiter, bis bald. Vorwärts. Werft nicht ein. Ich bin kein Kind mehr. Nein? Nach Hause mit dir, du bist frei. Ich bin 15. Na fast. Wie weit segeln Sie? In die Südsee, Junge. Jetzt komm, ab zu deiner Familie. Ich hab keine. Wir haben den Löffel abgegeben. Abgekratzt. Abgekratzt? Tot, Sir. Hm. Verstehe. Was ist dein Name? Young. Niklas Young. Alle nennen mich aber Young Nick. Was du nicht sagst. Ja. Nehmen Sie mich mit, Sir. Ich weiß nicht, was ist die Südsee, aber schlimmer als hier kann es auch nicht sein. Das werden wir sehen, wenn wir dort sind, Young Nick. Abgemacht. Geboren, bevor das Jahr zu Ende geht. Wir werden schon weit im Süden sein. Vor dem Kap. Ich trinke dann auf seine Gesundheit. Oh, und auf deine. Von wegen auf seine. Oder auf ihre. Vorausgesetzt, sie sieht dir ähnlich. Komm mir wohlbehalten wieder, mein Liebster. Und zügle dein Temperament bei dem ehrenwerten Joseph Banks. Auch wenn er dir Schwierigkeiten macht.
Tageswärter. Ich verspreche es dir. Willkommen an Bord, Mr. Banks. Ich danke Ihnen, Lieutenant. Darf ich Ihnen meine Begleitung? Dr. Daniel Solander, mein Freund und Botaniker aus Schweden. Doktor? Mr. Charles Green, Astronom. Ah, Mr. Green. Mr. Alexander Buchan, Botaniker und Illustrator. Mr. Sidney Parkinson, Künstler. Spalling, mein Sekretär. Sowie meine Bediensteten und Lakaien aus Westindien. Meine Offiziere, Lieutenant Hicks, Lieutenant Gore. Lieutenant Clark. Unser Schiffsarzt Dr. Monkhaus. Gentlemen. Wir werden Ihr Gepäck verstauen. Sie haben offensichtlich noch so einiges. Oh, da ist noch einiges mehr im Anmarsch. Alles unbedingt erforderlich natürlich. Wir werden unser Möglichstes tun, um alles unterzubringen. Und Sie. Mr. Clark. Sir? Da sind Männer in der Takelage, die anscheinend keine Beschäftigung haben. Alle Matrosen haben Dienst aufzunehmen oder unter Deck zu gehen. Du da, sofort unter Deck. Gentlemen. Lieutenant Hicks wird Sie zu Ihren Kabinen begleiten. Wenn Sie mir folgen möchten, Gentlemen. Mr. Gore, sorgen Sie dafür, dass das Gepäck an Bord kommt. Jawohl. Ihr drei kommt mit mir. Dann wären da noch meine Hunde. Ja, nun, wir werden an Deck bleiben. Oh nein, Sie sind viel zu empfindlich. Am besten blieben Sie an Land, aber wenn Sie schon auf mein Schiff kommen, dann reisen Sie auf Deck. Sir. Wie Sie wünschen. Komm, schieb die Kiste hier rüber. Weiter so, Mr. Bock. Machen Sie es unseren vornehmen Gästen angenehm und bequem. Wirklich. Jawohl, Sir. Gut. Taff die Kisten und Taschen unter Deck. Verdammt. Verfluchten Adligen. Kucksegel überprüfen. Ei, machen wir sofort. Mr. Hicks? Ja, Sir. Lassen Sie sehen es jetzt. Aye, aye, Mr. Gore? Klar zum Segel setzen! Klar zum Segel setzen! Heiß die Segel! Ruder Steuerbord. Heiß, Ruder Steuerbord. Voll, Jungs! Und noch einmal! Anrufen. Also entschuldigen. Ich hab's gefunden, Sir. Famos, geben Sie her. Wo soll der Tisch hin, Sir? Weiß ich noch nicht. Stellen Sie ihn einfach. Äußerste Disziplin ist geboten während der Reise, Gentlemen. Ja, Sir. Unser Kurs verläuft südwest zur Biscaya, dann westlich zu Finisterre und die Passanten. Nein, darüber. Unser Befehl lautet, über Rio und Cap Horn in den Pazifik zu segeln.
Im nächsten Juni müssen wir in Otaheite sein, um dort den Durchgang der Venus zu visieren und genau zu vermessen. Wenn das geschafft ist, habe ich den Befehl, dieses Schriftstück zu öffnen, und erst dann werden wir das wahre Ziel unserer Reise erfahren. Der Wind frischt auf, Sir. Nehmen Sie das Stoppsegel, Mr. Gore. Bootsmann, Stoppsegel wegnehmen. Sie bekommen schlechtes Wetter, Mr. Banks. Ja, Sir. Fühlen Sie sich nicht wohl? Einfach nicht aufs Meer sehen. Aber das verfluchte Meer ist überall. Dann ignorieren Sie es doch. Können Sie das verfluchte Schiff nicht dazu kriegen, dass es nicht schaukelt? Es dürfte ruhiger werden, sobald wir den 30. Längengrad Nord erreichen. Wir ändern den Kurs, Sir. Danke, Mr. Gore. Brauchbarer Offizier, dieser Gore. Kommt aus Amerika. Ach, verdammte Amerikaner, die revoltieren. Nicht Mr. Gore. War schon als Obermaat auf der Dolphin. Das ist nicht sein erster Besuch in der Südsee. Er wird unschätzbar sein an Land. Versuchen Sie, sich der Bewegung des Schiffes anzupassen. Ah, so, genau das. Das ist gut. Ah. Zur Hilfeleistung bereithalten. Sehen Sie zu, dass er nicht über Bord geht. Ja, Sir. Auf Gedeih und Verderb. James Cook. Lassen Sie uns hoffen und beten, dass Ihre Wahl die richtige war. Meine Wahl? Entschieden die Ihre. Und wenn er versagt, ist es auch mein Versagen? Schließlich sind Sie der erste Lord der Admiralität. Und es ist nie ein Geheimnis gewesen, nicht wahr, Lord Sandwich, dass Sie nach diesem Amt trachten? Verehrter Sir Edward, ich befürworte Ihre Wahl. Viel lieber Cook als dieser schreckliche Dalrymple. Und was den Posten des ersten Lord angeht, so ist anzunehmen, wenn die Zeit gekommen ist, werden Sie sich auf Ihre Güter zurückziehen und die wohlverdiente Ruhe genießen. Und ich werde selbstverständlich zur Verfügung stehen, falls mein Land wünschen sollte, dass ich Ihnen nachfolge. Natürlich, sollte Cook scheitern, könnte das früher der Fall sein als erwartet. Salva, nehmen Sie einen Port? Dankeschön, nein. Bringt aus, Gentlemen. Und der Teufel unter dem morgigen Tag. Und jetzt noch ein Lied. Ja, noch ein Lied. Dasselbe nochmal. Beten Sie zu Gott, Mr. X. Fallen Sie auf die Knie und beten Sie zum Allmächtigen. Wofür, Sir? Raues Wetter. Für einen Sturm, der die feinen Herren außer Gefecht setzt und sie in die Kabinen zwingt. Sie besetzen die Offiziersmesse, Sir. Es geht schon seit Wochen so, als gehören Sie Ihnen allein. Haben Sie Geduld, Mr. Hicks, und beten Sie. Raue See und ein kräftiger Wind können Wunder wirken. Das ist alles schön und gut. Die Wahrheit aber ist, dass der Captain Mr. Banks verpflichtet ist. Nicht doch lächerlich. Nichts als Hafengeschwätz. Vor 2 Monaten war Cook nicht mal Offizier. Jetzt ist er bloß Lieutenant, nicht höher im Rang als wir. Er ist der Captain. Zum Führen eines Schiffes gehört mehr als Kenntnis in Navigation. Ah.
Aufstellen zur ärztlichen Untersuchung. Alle, die sauber und trocken sind, hier aufstellen. Niemand bekommt seine Kleider zurück, bevor er nicht untersucht worden ist. Heben Sie die Arme. Öffnen Sie den Mund. Beine krätschen. Hatten Sie schon mal die Pocken? Nie. Husten. Erledigt, der Nächste. Du fehlst bestimmt deiner Frau. Sergeant? Sir? Befehl, sich auszuziehen und zu waschen, betrifft die gesamte Mannschaft an Bord. Sir? Die Marine hat seit langem den Verdacht, dass Mitglieder des Marinekorps einen Widerwillen gegen Seife und Wasser haben. Sauberes Schiff, saubere Mannschaft und das betrifft auch die Herren vom Marinekorps. Weiter ausziehen! Ja, Sir! Ich hoffe, dieses übertriebene Verlangen nach Hygiene schließt uns nicht auch ein. Er will sich nicht ausziehen, Sir. Geniert sich. Sagt, waschen wäre ungesund. Befehl des Kapitäns, Jungs. Auf dem Schiff hier hat es sauber zu sein. Tauch den Bastard! Mal langsam, Langley. Pass auf, dass du nicht auf meiner Katze rumtrampelst. Ich dachte, es wäre die Schiffskatze. Bist du blöd, das ist meine. Die bringt mir jeden Tag einen saftigen Fisch für mein Mittagessen. Wirklich? Wenn ich es dir sage. So kriege ich keine von den Krankheiten da, wie Skorbut und Lepra und so. Frischfutter. Da! Fertig, Sir. Wegen Anstiftung zur Meuterei. 12 Hiebe. Tun Sie Ihre Pflicht. Meuterei! Das ist ein ernstes Vergehen, Captain. In der Tat, Dr. Solan. Dem wurde begegnet. Aber die neunschwänzige Katze ist eine barbarische Bestrafung, Sir. Ich bin geneigt, dem zuzustimmen. Aber ein Schiff ist eine kleine Welt in sich. Ohne Disziplin könnten Sie und ich in die Beiboote befördert werden. Und zwar ohne Ihre Wascherwaben, Mr. Buckles. Und möglicherweise ohne Ruder. Aber worin genau lag denn eigentlich Ihr Vergehen, Captain? Ihr Vergehen, Sir, lag darin, kein frisches Fleisch zu essen. Nein, das ist doch... Kein Fleisch zu essen? Und deswegen auspeitschen? So ist es, Mr. Banks, und ich werde es wieder tun, wenn einer seine Ration verweigert. Besonders,
bei einem derart lauten und aufsässigen Verhalten das andere anstecken könnte. Das erscheint mir aber äußerst drastisch, Captain. Finden Sie. Diese Männer werden mich in den Pazifik bringen. Und so Gott will, wieder zurück. Nun, manche Seeleute kommen in Stürmen um oder ertrinken. Aber die meisten Matrosen sterben auf See an Skorbut. Diese Männer ihre Ration also verweigern, wenn sie sich weigern, Sauerkraut oder Zwiebeln oder Zitronensaft zu sich zu nehmen, werden sie ausgepeitscht. Es ist meine Pflicht, sie gesund nach Hause zu bringen. Mit blauen Streben vielleicht, aber lebendig. Und da wir gerade hier sind, Gentlemen, dieser Teil des Schiffes wird allgemein als Offiziersmesse bezeichnet. Seit undenklichen Zeiten ist sie das Refugium des Kapitäns und seiner Offiziere. Hier werden von uns die Karten ausgelegt und hier erledigen wir die Belange des Schiffes. Ich möchte Sie bitten, Gentlemen, etwas mehr Rücksicht zu zeigen, etwas weniger Raum zu beanspruchen, etwas weniger Lärm zu machen und daran zu denken, selbst Sie sich für die Auserwählten dieser Erde halten sollten, dass wir uns hier tatsächlich auf See befinden. Danke. Ich muss protestieren. Selbstverständlich müssen Sie das. Täten Sie es nicht, wäre ich enttäuscht. Was ich noch sagen wollte. Ich mag sehr wohl in Ihrer Schuld stehen, Mr. Banks. Aber es kann auf diesem Schiff nur einen Kapitän geben. Und das hier sind nicht Sie. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Absolut. Es tut mir furchtbar leid. Sehen Sie zu, dass sie nicht hinausgeht. Sie darf sich nicht aufregen. Es ist nicht leicht für die Arme. Ihr Mann ist auf See. Kann man ihn irgendwie benachrichtigen? Nicht, wo er ist. Helfen Sie, so gut Sie können. Sie braucht Pflege, aber vor allem Trost. Rufen Sie, wenn Sie mich brauchen. Hier! Mein Liebster, ich habe ihn auf den Namen Joseph taufen lassen. Er war ein schönes Baby. Er hat nur eine Woche gelebt. Francis ist mir ein großer Trost. Und die Jungs. Und die kleine Elisabeth natürlich auch. Ich weiß nicht, ob dich dieser Brief jemals erreichen wird. Noch wie er dich erreichen soll. Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre es dauern wird, bis du wieder zu mir nach Hause zurückkehren wirst. Aber es macht die Einsamkeit erträglicher, wenn ich meinen Kummer dem Papier anvertraue. Und einsam bin ich. Das Barometer fällt, Sir. Ach, es wird Schnee geben. Südliche Spitze von Amerika, Kap Horn vor Augen und Mr. Banks muss an Land gehen und Blumen pflücken. Ich hält sein Gemüse ihn warm heute Nacht. Sagen Sie, Green, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Ich denke schon. Jetzt, wo die Sonne weg ist, ist es schwer zu sagen. Verschwunden. Wir haben gerufen, aber niemand hat geantwortet. Kaum noch Hoffnung, sie vor Tagesanbruch zu finden.
irgendwo Süd-Südwest, Mr. Hicks. Da? Süd-Südwest, Brudergänger. Süd-Südwest, hi, Sir. Ganz gleich, welchen Vorwurf Sie mir machen, er ist gerechtfertigt. Es war eine große Dummheit, unverzeihlich von Ihnen. Es war unklug, sich so weit wegzuwagen. Aber auch verständlich nach so langer Zeit auf Sie. Ich war besorgt um Sie. Ich wäre in England kaum willkommen gewesen, wäre ich heimgekehrt ohne Joseph Banks. Es ist freundlich, dass Sie das sagen. Tut mir leid um Ihre Diener. Wir werden eine lange Zeit zusammen verbringen, Sie und ich. Wir sind grundverschieden und daran wird sich wohl kaum etwas ändern. Aber wenn wir keine Einigkeit erzielen, kann diese Reise kein Erfolg werden. Unsere Träume würden zergehen in fruchtlosen Diskussionen. Ich bin überzeugt, der Erfolg dieser Expedition und alles, was wir uns von ihr erhoffen, hängt von uns beiden. Würden Sie mit mir auf meine Frau Elisabeth und unser Neugeborenes anstoßen? Es müsste inzwischen da sein. Ich bin geehrt. Ja. Auf die Mutter. Das Kind. Danke. Großschot gelegen! Großschot gelegen, Meister! Großschot gelegen, Meister! Rassenvieren! Rassenvieren, Meister! Rassenvieren, Meister! Sind wir südlich des Kaps? 58. Breitengrad. Südlicher, als hier ein Mensch gesegnet ist. Am Ende der Welt, Sir. Ich werde in mein Tagebuch eintragen, wir umsegelten Kap Horn in bester Laune. 65 Grad, 10 Minuten, Mr. Green. James, ich glaube, wir sind endlich Seebeine gewachsen. Wie auf das Rockfall! Wenn du dich absäufst, Junge, kannst du deinen Kindern mal erzählen, du hast Kap Horn umfahren. Wenn du nach so einer Höllenfahrt überhaupt noch Kinder kriegen kannst, ist schon gut, Sache. Großmarsch in Ordnung bringen. Ei, ei, Captain. Fertig, das muss lange halten.
Guten Morgen, Sir. Ein Männer Backbord. Jetzt hast du's. Wenn ich daran denke, ich könnte jetzt in Londoner Salons brillieren. Können Sie mir kein besseres Wetter versprechen? Ich kann Ihnen wärmeres Wetter versprechen für jeden Tag, den wir nordwärts sehen. Seevögel und Fische in Hülle und Fülle. Aufhören! Aufhören, zurück! Hören Sie auf damit, das ist doch unmöglich! Lass ihn los, hast du gehört? Er ist ein Dieb, Sir. Wenn das wahr ist, wird er dafür bestraft werden. Und nun steht sie schon auf. Name? Greenslade, Sir. William. Wie beschuldigen Sie des Diebstahls, ist das wahr? Eine Börse aus Seehundfell, gekauft in Rio, Sir. Es war Geld drin. Sie schweigen. Haben Sie sie gestohlen? Ja, Sir. Danke sehr. Sir. Gibson? Hi, Captain. Samuel Gibson. Die Marinesoldaten sind gegen meinen Wunsch an Bord, Gibson. Weitere Vorkommnisse dieser Art? Und ich werde sie in Eisen legen lassen. Abtreten. Sie bleiben hier. Ein bisschen plötzlich. Sie wissen, Diebstahl ist ein Verbrechen. Ja, Sir. Muss bestraft werden. Melden Sie sich bei mir in der Offiziersmessung, Punkt 8. Ja, Sir. Gesehen? Was? Was gesehen? Mann über Bord! Mann über Bord! Mann über Bord! Mann über Bord! Darf ich? Es war nicht Ihre Schuld. Im Logbuch habe ich notiert, Bestrafung auf See gehört zu meinen Aufgaben. Ist unerlässlich für die Disziplin. Vollkommen richtig. Das weiß ich. Aber er war noch so jung. 18 Jahre erst. Marinesoldat William Greenslade. Seine Angst, von mir bestraft zu werden, war so groß, dass er lieber in den Tod ging. Hauptrassen dicht holen! 4- Steuerbord, Rudergänger. 4- Steuerbord, Sir. Ja. 20 Faden und kein Grund, Sir. Thank you.
alle Segel bergen. Alle Segel bergen! Geschütze klar machen. Geschütze klar machen. Eis. Marinesoldaten stillgestanden. Mr. Gorn. Ja, Sir? Was rufen die? Taiyu, Sir. Das heißt Schiff. Die grünen Kränze sind ein Zeichen des Friedens. Hier wieder wegzugehen. Steuerbord, Anker klar machen. Steuerbord, Anker klar machen! Wunderschön. Jammer, dass du zu alt dafür bist. Ich nicht. Otaheite, Gentlemen. Ein Arkadien, Mr. Gore, und wir werden dessen Könige sein. Der Preis der Liebe ist ein Schiffsnagel. Sprechen Sie aus Erfahrung? Ja. Eine Schande, Sir. Es ist degoutant, Mr. Gore, diese einfachen Menschen dermaßen auszunutzen. Ich versichere Ihnen, Doktor, diese einfachen Menschen sind höchst gutwillige Verhandlungspartner. Ein Nagel? Wird damit gebaut oder dient er zu Tauschgeschäften? Ich glaube, es ist eher ein Kleinod. In unserer Gesellschaft schenkt man Juwelen, sofern man sich leisten kann. Ich entscheide mich für den Nagel. Für den Preis dieses Nagels, glauben Sie mir, werden Sie die hinreißendste und leidenschaftlichste Nacht Ihres Lebens verbringen. Gentlemen, das Logbuch. 13. April 1769. Heute, nach einer Reise von 8 Monaten, setzen wir Anker in Batavia Bay auf der Insel Otaheite. Wir sind unserem Zeitplan 7 Wochen voraus. Wir haben nur 4 Todesfälle zu beklagen. 3 durch Unfälle und einen durch Selbstmord. Nicht einer starb durch Krankheit oder Anskorb. Bravo. Bravo. Morgen, so hoffe ich, werden wir wieder festes Land betreten. Amen, so sei's. Auf Otaheite. Auf Otaheite. Lieutenant Gore kennt die Insel. Er hatte schon vor 2 Jahren das Vergnügen, mit der Dolphin hier vor Anker zu gehen. Ich schicke ihn an Land, damit er für einen freundlichen Empfang sorgt. Sie warten hier. Wir haben Befehl, mit Ihnen zu gehen, Sir. Sie zu bewachen. Sie bleiben beim Boot, beide. Ja. Sir. Ich bin John Gore. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Mr. Gore. Du Freund!
Klingt freundlich. Ich kann überhaupt nichts sehen. Was macht er bloß? Ich vermute, höchst delikate Verhandlungen sind jetzt im Gange, Sir. Nach dem, was ich über die hiesigen Gebräuche gehört habe, nehme ich das an, Sir. Königin Oberea, Sir. Sagen Sie ihr, es sei uns eine Ehre, Mr. Gordon. Oa, oa, rai. Tote, tapena tute. Arwayana. Oi, et pahit na arpa oi ta ta atwa. Et tam ar ata i hor oa. Sir. Ar mayuta. Es ar ir ato uta. Ja, Sir, ich glaube, wir sind zu einer Begrüßungszeremonie eingeladen. Gut. Bedanken Sie sich bei der Königin. Wir nehmen an und mit Vergnügen. De faril motu. Pro oyana. Na arwayana. Tatan hen he. Ich emete ei. Na arwayere he. Pro oi po mein arwayana. Pro oi. Was hat sie gesagt, Gore? Irgendetwas über den Captain? Ja, Sir. Ja, was denn? Haben Sie es nicht verstanden? Doch, schon, Sir. Aber ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Ihre Majestät ist sehr angetan vom Äußeren des Captain, wenn Sie verstehen, was ich meine, Sir. Die Gute hat ein Auge auf ihn geworfen. Ich bedauere, Sir. Sagen Sie, ich sei ein glücklich verheirateter Mann. Ich fürchte, das wird Sie nicht beeindrucken, Sir. Ich tippe auf er. Ich tippe auf Arwayana. Arwayana. Ja. Aparau. Oh, hey. Was sie da verspricht, Arwayana. Sir, das kann ich nicht übersetzen. Hey! Oh! 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 Also Jungs, passt mal auf. So wird das hier gemacht, Freunde. Hey, du
Captain Cook, Königin sagen, du gehen zu Fuß von König. Nach Fest mit Königin. Eine große Ehre, ich weiß. Ja, aber zeigen Sie ihr das. Wer hat er da? Wer das? Elisabeth, meine Frau, sie würde sich schrecklich ärgern. Sie ist furchtbar eifersüchtig. Meine Frau ist die Mutter meiner Kinder. Ich könnte sie niemals betrügen. Obwohl sie so weit weg ist, sie würde es wissen. Anita? Tata habe ich die Mauer. Na, du hast Otto ja nicht Epo. Was sagt sie? Sie wechselt das Objekt ihrer Begierde. Sie sind ihr neuer Favorit. Königin sagen, du bist ein wunderschöner Mann. Du gehst zu Bett von Königen und machst große Liebe mit Königen. Nicht für die Zukunft der Royal Society und das Schicksal Englands selbst. Danke Ihrer Majestät für diese große Ehre. Sag ihr, ich bin unwürdig. Den tun am Mann ab. Ich tun ihn auch. Den ja nicht fahr ihr an mich. Den tun auch hat er ihm hin. Königin geben schönes Geschenk für dich. Oh, das kann ich unmöglich annehmen. Nein. Ich denke, Sie müssen. Ja, Sir. Es würde Sie beleidigen, wenn Sie ablehnen.
Sagen Sie Ihrer Majestät, ich nehme Ihr Angebot an. Was immer es auch sein mag. Von meinem Ruhm. Sicher, dass ich es dabei habe? Selbstverständlich, es war in meiner Rocktasche. Mir ist mein Halstuch weggekommen. Und meine silberne Schuhschnalle. Und hören Sie! Sir, ich fürchte, dass ich die reinste Liebesbahn bin. Dr. Solander. Gibt es mir eine Hex vermisst? Eine Schnupftabaksdose. Mr. Parkinson, ein Brillenet. Wie? Mr. Green, ein Halstuch. Und unserem Schiffsarzt fehlt eine Silberschnalle am Schuh. Was wäre der Trug? Ja, Sir. Es ist noch viel mehr gestohlen worden. Auch die Mannschaft meldet Verluste. Ich kann schlecht mit der Königin speisen und ihr Volk des Diebstahls bezichtigen. Wir können das nicht ungestraft durchgehen lassen, Captain. Und wir können keinen Zwischenfall provozieren, während wir einer Begrüßungszeremonie beiwohnen. Es tut mir leid, Mr. Hicks. Wir sind auf Ihre Freundschaft und Hilfe angewiesen. Das hat Vorrang. Da sagen Sie unseren Leuten, Sie sollen die Hände in den Taschen behalten. Ja, Sir. Hört auf! Was ist passiert? Ihr Bastarder versucht mich zu töten! Was geht hier vor? Hören Sie nicht drauf, was diese Wilden Ihnen sagen, Sir! Ich habe an nichts Böses gedacht! Ich habe diese Frau gefragt, ob sie das Ball tauscht. Da stürzt der Kerl sich auf mich und schlägt mich zusammen. Vollmatrose Jeffs behauptet, der Mann hätte versucht, ihn umzubringen. Ja, Tier. Nein, nein, du bist auch hin. Du im Maru, da noch über. Da wohnt er, Urima. Was sagen die Bastarde, Sir? Tragen Sie ein Messer bei sich? Ja, aber nur ein kleines. Sie haben dieser Frau gedroht, ihr damit die Kehle durchzuschneiden. Wenn sie ihnen das Beil nicht gibt. Die lügen, Sir! Verdammte Heiden, alles Lügner! Er schwört es, die Männer können es alle bezeugen. Und dass sie seine Frau mit dem Messer verletzt haben. Baite, Arma. Vollmatrose Jeffs. Sie haben die Gastfreundschaft dieser Menschen schändlich missbraucht, meinen strikten Befehlen zuwidergehandelt und einer Frau Gewalt angetan. Ihre Bestrafung muss allen eine Lektion sein. Und ich habe alle, denen Sie Unrecht getan haben, hierher gebeten, damit Sie Zeuge sind, dass Recht geschieht. Haben Sie etwas zu sagen? Bitte den West. Festgebunden, Sir. Nehmen Sie die Peitsche. Tun Sie Ihre Pflicht. Fort.
Sagen Sie ihnen, das ist unsere Art der Bestrafung für das, was dieser Mann an ihr verbrochen hat. Großer Häuptling, sagt damit aufhören. Das kann ich nicht zulassen. Aufhören, aufhören. Bootsmann, hören Sie unverzüglich auf. Mr. Gore. Eskortieren Sie unsere Gäste an Land. Und machen Sie ihnen klar, das sei britisches Recht. Und dass wir keine Barbaren sind. Ja, Sir. Arretato. Nein, nein, warten Sie. Erst wenn Sie vom Schiff sind. Für euch ist das Unrecht. Aber bei uns ist das so. Meine liebste Eliza, meine wöchentlichen Briefe an dich stapeln sich und ich habe keine Ahnung, ob es mir je möglich sein wird, sie an dich abzuschicken. Die Insel ist wunderschön, aber ich weiß nicht recht, was ich von ihren Bewohnern halten soll. Sie stehlen, haben keinerlei Moral. Und doch, wenn andere bestraft werden, weinen sie wie Kinder, die leicht verzeihen. Herein. Captain, als wir Mr. Banks und seine Gesellschaft an Bord nahmen, haben Sie mir nicht gesagt, dass einer von Ihnen Epileptiker ist. Ich hätte keine Ahnung. Wer? Wenn Sie oder Mr. Banks sich die Mühe gemacht hätten, mich über sein Leiden zu unterrichten, hätte ich vielleicht sein Leben retten können. Jetzt fehlt Ihnen der Botaniker und Illustrator. Aber nicht durch meine Schuld! Dr. Monkhouse scheint es als persönlichen Affront zu empfinden, dass der arme Bucken tot ist. Ich bin sicher, Mr. Bucken wollte dem verflixten Burschen nichts Böses. Ich finde, Monkhouse übertreibt schon sehr. Die zwei scheinen sich nicht sehr grün zu sein, Master Perry. Nein, Sir. Wissen Sie warum? Naja. Offensichtlich kennen Sie den Grund. Bitte klären Sie mich auf. Es fing alles damit an, Sir, dass die fette Königin Mr. Banks die zwei hübschen Jungfern geschenkt hat. Jungfern, das bezweifle ich sehr. Aber ich weiß, um wen es sich dabei handelt. Es war so, Sir. Der Doktor sagte zu Mr. Banks, eines ihrer Frauenzimmer gefällt mir. Was ich nicht sagen. Und Mr. Banks sagte, sie bekommen keine von beiden. Und der Doktor sagte, Mr. Banks, Sie sind ein geiler Bock. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Was hatte Mr. Banks darauf zu sagen? Dass Monkhouse Eltern offensichtlich nur für 5 Minuten in einer dunklen Nacht aufeinander getroffen sind, ohne sich je wiedergesehen zu haben. Meinen Sie, es kommt zu Handgreiflichkeiten? Würde mich nicht überraschen, Captain. Gut. Wenigstens bin ich jetzt im Bild. Vielen Dank Ihnen beiden. Näht mir den armen Bucken gut ein. Er hat einen langen, kalten Schlaf vor. Wie oft soll ich denen das noch sagen? Wache! Schaff die weg! Habt ihr gehört? Lass diese Affen nicht so nah ran! Wo ist der alte Mann? Komm her! Sag ihnen, sie sollen verschwinden. Sie sollen sich da nicht rumtreiben, verstanden? Nein! Haut alle ab! Das ist jetzt vor Venus! Zutritt verboten! Geht das in deinen Kopf rein! Das Land von... Das ist ein Befehl! Tu, was ich sage! Du lässt ja die Hälfte von Bootsmann. Pass doch auf! Sir? Ihr Benehmen ist beleidigend. Sir! Flegelhaft und anmaßend. Oberhaar ist nicht irgendein Lakai zu Ihren Diensten. Als Stammesältester genießt er jeden Respekt. Begegnen Sie ihm dementsprechend. Ja, Sir. Wenn Sie es sagen... Geht wieder zurück in eure Hütten! Na los, vorwärts! Die Schnecken sind hier. Was Langsames. Ich bitte um Entschuldigung. Sie sagen, Sie kommen in Frieden. Wieso Sie machen Zaun? Bringen Kanonen!
Gut, sehr gut. Auf ein Wort, Mr. Banks. Ah, verdammt, Sir. Was ist denn schon wieder? Haben Sie Ihre Meinung geändert? Worüber denn? Oh, Sie wissen sehr gut, worüber, Mr. Banks. Niemand braucht zwei junge Damen. Wollen Sie sich nicht endlich bescheiden? Nein, ich denke nicht dran. Ich habe sie geschenkt bekommen. Leider habe ich nicht das Recht, sie weiter zu verschenken. Außerdem bin ich unfähig, zwischen ihnen zu wählen. Dann sind Sie meiner Ansicht nach nicht nur amoralisch und egoistisch, sondern im höchsten Maße unsportlich. Langweiliger Tropf. Hier könnte es von hier aus sehen. Das ist ungefähr so dick und so hoch. Samuel. Nein, Samuel. Samuel Gibson. Samuel Gibson. Oh, oh, eh. Oh, wo? Oh, wo? De boy. Eh. De boy. Oh, wo? Oh, wo? Ay, ay. Meine Hero. Hä? Eh, oi. Achen! Feuer eröffnen! Komm zurück, du verdammter Dieb! Feuer! Er ist tot. Selber schuld, hat eine Muskete geklaut. Was soll ich denn tun? Gibson, wegen Vernachlässigung Ihres Gewehrs in einer Weise, die Diebstahl provozieren musste, werden Sie für 14 Tage an Bord bleiben. Alle Bezüge werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Wegtreten! Wilkinson, Sie haben aus Pflichtgefühl gehandelt, wenn auch unbesonnen und zu hastig. Anklage wird nicht erhoben. Vielen Dank, Sir. Sie können gehen. Selbst wenn wir ihn bestrafen, Mr. Gore, ist es noch keineswegs sicher, dass unser Gastgeber uns das danken wird. Darf ich mich zurückziehen, Captain? Nein, das dürfen Sie nicht. Wie dumm die Tat des Bootsmanns auch gewesen sein mag, es wurde immerhin eine Muskete gestohlen und ich möchte sie zurückhaben. Diesen Menschen muss klargemacht werden, dass ein Ende zu sein hat mit diesen Diebereien. Ich möchte, dass Sie wissen, wir bedauern die Tötung. Und Sie sind mein Emissär, Mr. Gore. Wir können Ihre Natur nicht ändern, Sir. Sie haben einen freizügigen Begriff von der Liebe und einen sorglosen vom Besitz. Ich will nicht Ihre Natur verändern. Ich verlange, dass das Stehlen aufhört. Mehr nicht. Bringen Sie ihnen das bei. So. Thank you.
Jongo! Your Honor! Aiva! Aita wohinado per per fahora! Help, I help! Was sagt er? Er sagt, Frieden bitte. Nicht töte mehr Kinder. Ist der Quadrant einsatzbereit, Mr. Green? Jawohl, Sir. Ich muss nur noch eine Veränderung vornehmen am Teleskop. Dann kann er zum Vorgebracht werden. Und beten Sie um gutes Wetter für den 3. Juni. Wo ist Mr. Banks? Er hat Wohnung an Land bezogen, Sir. Er studiert, wie er sich wohl ausdrückte, Sprache und Gebräuche und so weiter. Ora miti. Ora miti. Ora miti. Ora miti. Ora miti. Aha. Und das? Papa. 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 Ite. Ite. Mega. Banane. Banane. Banana. Banana. Abba. Kuss. 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 Ah! Ich nehme an, Sie wissen bereits, dass inzwischen 10 Leute krank gemeldet sind. Die Syphilis. Was? Die venerische Krankheit hat schon 10 erwischt. Sie grassiert auf den Inseln. Sie sind ein erbärmlicher Mensch, Monkhaus. Bösartig und krankhaft eifersüchtig. Hüten Sie sich lieber vor der Lustseuche, falls sie erwischt. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Jeremia! Spielverderber. Lässt nichts unversucht, um einem Mann das simpelste Vergnügen zu verderben. Dann haben wir es eingeschleppt, wenn es hier ist. Nein, alle Männer waren untersucht und ohne Befund. Einen Monat bevor wir die Insel erreichten. Europa, Mr. Monkhaus, Europa. Ja, es wurde eingeschleppt, Sir. Entweder durch Captain Wallets Schiff Dolphin vor 2 Jahren oder durch die französische Fregatte unter Bougainville. Wir werden es nie erfahren, aber es grassiert. Und es werden immer mehr Leute infiziert. Heute waren es allein 12. Werden Sie sich an unsere Schiffe erinnern oder an die Krankheiten, die wir Ihnen gebracht haben? Die wissenschaftlichen Instrumente gehen morgen an Land. Beginnen Sie mit der Überholung des Schiffs, machen Sie Segler. Ja, Sir. Sobald wir den Durchgang der Venus vermessen haben, möchte ich dieses Paradies verlassen. Es einem Volk überlassen. Frank, was? Vorsicht, nicht so hastig! Lass nicht ein davon! Das ist der Quadrant! Wozu ist er, Sir? Wenn das Wetter uns freundlich gestimmt ist, wird er die Zeit messen, die die Venus braucht, um an der Sonne vorbeizuziehen. Einige von uns haben vergessen, dass wir deswegen hier sind. Die Marktlage hat sich inzwischen verschlechtert. Der Preis für Liebe beträgt nicht mehr einen Schiffsnagel, sondern 3. Der Preis der Liebe kann unter Umständen eine höchst schmerzhafte Krankheit sein. Alter Spielverderber. Furoa. Meine Kenntnis Ihrer Sprache wird von Tag zu Tag besser. Eine enge Beziehung ist der beste Lehrer, Sir. Aha. Harry, Harry. Mai Tai. Mai Tai. Ich bitte um Verzeihung, aber das übersteigt meine geistigen Fähigkeiten. Oh, wir langweilen Sie, mein lieber Freund. Da Sie aber an Bord der größte Langweiler sind, ist Sie zu langweilen in der Tat ein Verdienst. Gentlemen, Gentlemen, die Fehde dauert nun schon lange genug. Oh, da bin ich ganz Ihrer Ansicht.
Ich finde, Dr. Monkhouse geht am besten möglichst schnell an Land und befreit sich von dem, was ihn so bedrückt. Sie ärgern mich, Sir. Und wie? Entschieden mehr, als ich sagen kann. Hoffentlich brauche ich nie eine Amputation. Er würde seine rostigste und stumpfste Säge nehmen. Sie provozieren ihn, Mr. Banks. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, Captain. Wissen Sie, dieses Volk ist das gastfreundlichste auf Erden. Neulich machte ich einem Mann ein Kompliment über die Schönheit seiner Frau. Nimm sie, sagte er. Ich schenke sie dir, nimm sie. Und dann? Haben Sie sie genommen? Oh, ich habe nur zwei Arme, Sir, und beide waren schon beschäftigt. Auf jeden Fall eine Höflichkeit, die ermutigt werden sollte. Captain! Mr. Green, kommen Sie, leisten Sie uns Gesellschaft. Der Quadrant. Was ist passiert? Er ist weg. Gestohlen. Diese Wilden, diese Diebe, sie haben ihn gestohlen. Moment, Männer, bewegt euch! Bewegt euch! Geht mir aus dem Weg, ihr Diebe, ihr Bastarde! Weg! Weg! Nichts gefunden, Sir. Suchen Sie weiter. Gehen Sie das Unterste zu Oberst. Ja, Sir. Dreht die Matten um! Nehmt alles auseinander! Ja, Mr. Clark? Sir, muss das wirklich sein? Ich muss alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Ja, habt ihr ihn? Ja, na komm schon, Dickerchen. Du stehst unter Arrest. Beruhige dich, Dickerchen. Mich anzuschreien, hilft mir nicht weiter. Wer zum Teufel hat das angeordnet? Ich war das, Mr. Gong. Ich habe das befohlen. Sir, das dürfen Sie nicht. Erzählen Sie mir nicht, Mr. Gore, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Sagen Sie der Königin, dass ich es bedauere, aber dass ihr Volk mich zu dieser Entscheidung zwingt. Ich nehme Sie so lange als Geisel, bis der Dieb gefunden ist. Hier! Alter Deutsch, aber schreien Sie mich nicht an, Majestät! Jetzt bringt sie hier rüber und sagt, sie soll still sein! Gut. Gut. Machen Sie so viele Zeichnungen, wie Sie können, Mr. Parkinson. Mr. Hicks, Sie sorgen dafür, dass so eine Zeichnung in jedes Dorf kommt. Ganze Insel wird durch. Das würde Wochen dauern, Sir. Dann nochmal, widersprechen Sie mir nicht, Mr. Hicks. Wir haben zwei Tage, also fangen Sie an. Wenn wir den Quadranten nicht finden, sind wir völlig umsonst um die halbe Welt gesegelt. Dann haben wir versagt. Die Leute würden uns auslachen. Wir würden zum Gespött von ganz unten. Es gibt Männer, denen man Fehler verzeiht. Sie sind hochwohlgeboren oder haben Einfluss. Aber ich habe nur eine Chance. Ich darf nicht versagen. Ich kann es nicht. Das würde ich mir nie im Leben verzeihen.